Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal bei Krieg Klassikers. Mal wieder mit einem Video über unseren 996 Turbo. Allerdings heute ist die Thematik nicht ganz so lustig. Ich hatte nämlich einen Unfall mit dem Wagen, einen Wildunfall, um genauer zu sein. Und darüber möchte ich euch heute berichten. Ich habe mir erst überlegt, ob ich überhaupt das Video machen soll. Aber ich denke, da ich ja schon mehrere Videos über das Auto gemacht habe, gehört das einfach zur Historie des Fahrzeuges und ich will euch erklären, zum einen, was da passiert ist, zum anderen, welche Schäden entstanden sind, was sie gekostet haben und natürlich auch, ob der Wagen dadurch einen Wertverlust hatte. Das habe ich abgeklärt mit unserem Gutachter und auch mit der Werkstatt, die das Fahrzeug repariert hat. Insofern denke ich, ist das schon interessant und ja, als allererstes, das ist halt so leider der unschöne Teil, wenn man eine Ausfahrt macht, müssen wir erstmal zur Tankstelle fahren und den Wagen betanken. Und bei den Spritpreisen macht das natürlich nicht besonders Spaß im Moment, aber so ist das halt leider. Insofern gehen wir erstmal zur Tankstelle, fahren dann zur Autobahn und dann, oder Richtung Autobahn, und dann erzähle ich euch, wie das Ganze passiert ist. Insofern Daumen nach oben da lassen, den Kanal gerne abonnieren, das würde uns sehr, sehr freuen. Los geht's, willkommen bei Krieg Klassikers. Ja, also jetzt sind wir auf der Autobahn Richtung Garmisch. Jeder, der die Autobahn kennt hier, weiß, dass das eine ganz tolle Autobahn ist, sofern sie denn frei ist. Vor allen Dingen sonntagmorgens oder nachts kann man hier sein Auto schon schneller bewegen als auf anderen Autobahnen. Ich selber, um das vorwegzuschicken, habe mir selber auferlegt, nicht schneller als 200 zu fahren. Also ich bewege mich immer so zwischen 150 und 200, weil ich meine, dass alles über 200 doch für mich zumindest zu riskant ist. Und ja, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, schon vor längerer Zeit eben nicht schneller als 200 zu fahren. Das spielt keine Rolle, mit welchem Auto das ist. Ob es jetzt hier mit dem Porsche Turbo ist, der viel, viel schneller fahren kann, oder mit irgendeinem anderen Auto, also 200 ist so mein Limit. Autobahn war frei, es war nachts, es war Anfang des Jahres, im April, also es war quasi so die erste, nee, es war tatsächlich die erste Ausfahrt, die ich gemacht habe mit dem Fahrzeug in diesem Jahr. Der Wagen hat ja Saison gezeichnet und ist nur von April bis November angemeldet. Ich fahre also los und fahre die Autobahn, es ist schön frei, habe Musik laufen lassen. Wie gesagt, nicht schneller als 200. Und auf einmal kommt von links irgendetwas Undefinierbares über die Autobahn gelaufen. Und es lässt einen Riesenschlag. Der Wagen hebt vorne und hinten leicht ab. Und alle Kontrollleuchten gehen an. Es riecht sofort nach Kühlmittel und Kühlwasser. Und der Wagen geht erstmal aus. Natürlich direkt auf der Autobahn. Ich natürlich erstmal komplett geschockt. War Gott sei Dank, oder das ist Gott sei Dank kurz vor einer Ausfahrt passiert. Habe dann den Wagen erst nochmal angemacht und bin langsam die Ausfahrt runtergelaufen. Runtergelaufen, genau. Bin langsam die Autobahn runtergefahren und habe das Auto dann abgestellt und habe dann erstmal tief durchatmen müssen. Da gehen einem dann schon Gedanken durch den Kopf, was hätte passieren können. Bin ich zu schnell gefahren? War ich irgendwie unvernünftig oder sonst irgendwas? Ich fahre nie mehr wieder schnell, ist dann so der erste Gedanke. Und der letzte Gedanke war dann tatsächlich, ja, was ist jetzt mit dem Auto überhaupt passiert? Das hat sich nicht gut angefühlt, hat sich nicht gut angehört. Und das meine ich jetzt ernst, tut mir natürlich auch leid für das Tier. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht feststellen, was das für ein Tier war. Das ging wirklich so schnell. Ich habe aber schon den Eindruck gehabt, dass das eher was Großes gewesen ist. Wie gesagt, das kam von links. Ich konnte wirklich nichts machen und bin dann direkt reingefahren. Ich hatte mir noch ganz kurz überlegt, ob ich das Steuer rumreißen soll. Habe das Gott sei Dank aber nicht gemacht. Das soll man auch nicht machen. Also als Tipp für euch, wenn euch sowas passiert, auf keinen Fall das Steuer rumreißen, weil sonst könnte euch noch was Schlimmeres passieren. Und ihr könnt gegen die Leitplanke fahren, das Fahrzeug kann sich überschlagen oder sonst irgendwas, vor allen Dingen bei einer so hohen Geschwindigkeit. Insofern, wenn euch sowas passiert, beide Hände am Lenkrad lassen
und geradeaus durch. Wie gesagt, tut mir leid für das Tier, aber das war wohl in der Situation die beste Lösung. Ja, und dann stand ich da auf dem Parkplatz mitten in der Nacht. Es war wirklich kalt, 0 Grad. Und wie gesagt, mir gingen 1000 Gedanken durch den Kopf. Und ja, dann bin ich ausgestiegen und habe mir das Auto mal von außen angeschaut. Konnte gar nicht so viel erkennen, dass da so viel kaputt ist. Und ich fahre jetzt mal raus an der nächsten Raststätte und liste euch mal genau auf, was da für Schäden entstanden sind. Ja, da sind wir also von der Autobahn runtergefahren. Hier steht er. Allerdings wieder repariert. Ich zeige euch jetzt aber, wo der Schaden war. Nämlich genau da vorne. Da ist das Tier ins Auto gelaufen. Im Übrigen, das war ein Dachs, der mir da ins Auto gelaufen ist. Die Polizei hat ja dann später die Fahrzeugteile, die abgefallen sind oder die beschädigt wurden, eingesammelt und natürlich auch das arme, tote Tier und auch das Nummernschild. Das Nummernschild ist auch abgefallen. Da musste ich allerdings ein neues besorgen, weil die Polizei das eigentliche Nummernschild nicht mehr gefunden hat. Das hat es durch die Geschwindigkeit wahrscheinlich so weggeschleudert, dass es eben nicht mehr aufzufinden war. Genau, dann gehen wir mal ins Auto und dann zeige ich euch mal genau, welche Schäden entstanden sind und was genau repariert werden musste, weil im ersten Moment sah es eigentlich gar nicht so schlimm aus. War es eigentlich auch nicht, aber dadurch, dass ich den Wagen bei Porsche habe instand setzen lassen, sind da schon einiges an Kosten aufgetreten, aber das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Die Reparaturkosten insgesamt beliefen sich auf 11.000 Euro. Wie gesagt, der Wagen ist mittlerweile wieder repariert. Der Unfall ereignete sich Anfang des Jahres. 11.000 Euro ist eine Menge Geld. Es ist auch einiges kaputt gegangen, aber man darf nicht vergessen, ich habe die Reparatur bei Porsche in Gilching durchführen lassen. Dadurch, dass es eben eine Porsche-Werkstatt war, sind die Preise natürlich höher, als wenn man jetzt in eine freie Werkstatt geht oder wenn ihr das selber macht, weil die größten Teile, die da getauscht wurden, die kann, glaube ich, wenn man sich ein bisschen auskennt und selber Kfz-Mechaniker ist, auch von einem selber getauscht werden. Also der Schaden war, wie gesagt, vorne links. Ich blende euch mal die Bilder ein von dem kaputten Auto oder von den kaputten Stellen. Es war zum einen die Frontverkleidung und das Luftgitter war kaputt. Die Frontabdeckung war kaputt. Der Kühler vorne in der Mitte war kaputt. Deswegen hat es da auch so nach Kühlmittel leicht gestunken. Kurz nach dem Unfall dann eine gebrochene Luftführung. Natürlich hat auch entsprechend im Bordinstrument die Fehlermeldung für die Kühleinheit aufgeleuchtet. Dann war noch ein eingedrücktes Frontblech und auch die Reserveradmulde war eingedrückt. Die wurde aber instand gesetzt, die wurde nicht getauscht. Ganz wichtig, damit es eben noch das Originalteil ist, das hat Porsche so entschieden, finde ich auch super, dass man da nicht einfach ein Neuteil genommen hat, sondern das alte Originalteil eben instand gesetzt hat. Natürlich musste dann noch ein neuer Kühler in der Mitte her und noch ein Kühler vorne links. Aber das war es eigentlich schon. Und so sind die 11.000 Euro entstanden. Wie gesagt, es ist eigentlich, wenn man es so sieht, auch wenn man die Bilder sieht von dem Fahrzeug, war es kein richtig großer Schaden. Aber wenn man dann die Rechnung sieht, dann irgendwie doch. Ne? 11.000 Euro sind halt schon ordentlich. Ich habe das natürlich nicht bezahlen müssen, weil das über meine Haftpflicht ging. Insofern ist auch meine Versicherungssumme nicht nach oben gestiegen, was auch sehr, sehr gut ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ihr euch als allererstes stellt, hat der Wagen jetzt seinen Wert verloren? Ich habe mich da erkundigt bei unserem Gutachter von Classic Analytics, der alle unsere Gutachten macht und sich auch mit sowas auskennt. Und auch mit Porsche selber. Und beide haben gesagt, da der Wagen ja bei Porsche repariert wurde und auch detailliert jede einzelne Arbeitsposition aufgelistet wurde, hat der Wagen keinen Wertverlust. Ja, es sind keine Rahmenteile getauscht worden, es sind keine
Kotflügel, Motorhaube getauscht worden. Das Einzige, was ersetzt wurde, war vorne die Stoßstange und die Lippe unten, aber die war ohnehin kaputt. Insofern war das eigentlich ganz okay. Und die Stoßstange hatte auch eine kleine Beschädigung schon vorher. Also insofern hat das sogar ein bisschen was Gutes gehabt, der Unfall, weil ich dann eine neue Stoßstange bekommen habe und die neue Spoilerlippe unten. Ja, was sagt ihr dazu? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Würdet ihr das Auto jetzt als ein Fahrzeug sehen, das verunfallt war oder ist? Würdet ihr deswegen weniger für das Auto zahlen wollen, wenn ihr es denn kaufen würdet, als ohne den Unfall? Ich für meinen Teil muss euch ganz ehrlich sagen, solange ein Unfall vernünftig in Stand gesetzt worden ist, oder beziehungsweise ein Unfallschaden, wenn man das nachvollziehen kann, wenn, wie in dem Fall jetzt, Originalteile verwendet wurden, und da wurden nur Original-Porsche-Teile verwendet, dann finde ich, spricht nichts dagegen, ein Unfallfahrzeug, was es jetzt wahrscheinlich ist, zu kaufen. Wie gesagt, solange man die Reparatur nachvollziehen kann. Insofern finde ich nicht, dass das den Wert des Fahrzeuges mindert. Das war also der Unfall, der Unfallhergang. Und was mich jetzt interessieren würde bei euch, und dazu fahren wir jetzt wieder zurück auf die Autobahn, ist, was ihr generell darüber denkt, ob für euch so ein Fahrzeug jetzt weniger wert ist und was ihr im Allgemeinen über das Schnellfahren denkt. Das ist ja so ein Thema, wo ich mich dann schon ausführlicher mit befasst habe. Aber dazu gleich mehr, wenn wir jetzt auf dem Weg auf die Autobahn sind. Ja, jetzt sind wir wieder auf dem Weg zurück auf die Autobahn. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe nach dem Unfall mir doch schon mehr Gedanken gemacht, was das Schnellfahren anbelangt, als vorher. Ich meine, ich muss schon sagen, dass ich sehr, sehr vorsichtig fahre, wenn ich schnell fahre. Aber ich habe mir dann schon Gedanken gemacht, ja, ist es das wert, so schnell zu fahren, weil, und das ist eben das Problem, man nicht alles unter Kontrolle haben kann. Ne? Ich meine, ich bin super konzentriert, wenn ich schnell fahre. Ich schaue wirklich, dass ich immer, wenn ich Autos überhole, vom Gas runtergehe, dass ich wirklich darauf achte, dass, wenn ein Auto rüberzieht, ich noch die Möglichkeit habe zu bremsen. Ich fahre nie mit Vollgas an Fahrzeugen vorbei, vor allen Dingen bei zweispurigen Autobahnen, bei dreispurigen Autobahnen eigentlich auch nicht. Und wenn ich merke, dass ich müde bin, dann halte ich an. Ja, also ich bin da schon sehr, sehr vorsichtig, aber man hat es halt nie hundertprozentig unter Kontrolle. Ich meine, wer rechnet damit, dass man nachts auf der Autobahn fährt, die Autobahn ist leer und ein Tier springt einen bei so einer Geschwindigkeit ins Auto? Und da kann man wirklich nichts machen. Ja? Dann, wenn ein Reifen platzt, kann man auch nichts machen. Wenn ein Auto rüberzieht in letzter Sekunde, kann man auch nichts machen. Insofern würde mich gerne interessieren, was ihr darüber denkt, über das Schnellfahren im Allgemeinen. Ich meine, jeder, der schnell fährt, der muss sich schon bewusst sein, dass es einfach gefährlich ist. Es ist nun mal so, egal mit welchem Auto man fährt, ob es ein 7er BMW ist oder ein Porsche oder sonst irgendwas, wenn man mit 200 oder mehr unterwegs ist, dann ist es einfach gefährlich und man hat einfach nicht alles unter Kontrolle. Und das muss man immer wissen, wenn man schnell unterwegs ist. Ja, das war schon wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Mir ging es zum einen darum, euch zu erzählen, was mir passiert ist und auch, was so ein Schaden nach sich zieht. Ich möchte an der Stelle noch Porsche Gilching sehr, sehr danken, oder Porsche 510 sehr, sehr danken für den tollen Service, den sie gemacht haben. Ist alles super abgelaufen. Das Auto wurde abgeholt, wurde repariert. Ich wurde in Kenntnis gesetzt, was passiert mit dem Fahrzeug, wie hoch die Reparaturkosten sind. Gut, wie gesagt, ich habe nichts bezahlt, aber trotzdem. Die Versicherungsabwicklung wurde über Porsche abgerechnet. Ich hatte überhaupt keinen Aufwand und konnte dann das Fahrzeug bestens repariert wieder abholen. Und ja, habe nach wie vor sehr, sehr Freude mit dem Auto. Obwohl ich gerade am Überlegen bin, vielleicht den Wagen doch zu verkaufen. Aber das werden wir dann vielleicht in einem der nächsten Videos besprechen.
Gut, da würde ich sagen, ich fahre jetzt noch ein bisschen weiter und genieße die Sonne, die jetzt so langsam rauskommt, und fahre vielleicht ein bisschen schneller, aber vorsichtig mit meinem Porsche 996 Turbo Richtung Garmisch und wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Sonntag. Wir sehen uns bald wieder. Einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, das würde mich sehr, sehr freuen. Ciao und Servus, bis sehr bald. Ciao.